hier an dieser Ecke vorbei, Leute. Merkt es euch. Ich nenne es die Ecke des Todes. Komm hier rum. Von solchen krassen Invasoren sollte man doch eine bessere Kommunikation erwarten, oder? Wenn das jeder in diese Ecke eiert. Jetzt aber. Na dann. So, dann. Aber wenn das schon der dritte Servoschädel war, dann müsste ich ja terroristisch gesehen bald durch dieses Kapitel auch durch sein. Dann würde ja auch terroristisch gesehen nur noch ein Kapitel folgen. Ha. Ob wir bald durch das Spiel durch sind? Das sieht doch aus, als ob hier jetzt gleich irgendwas passiert, oder nicht? Da hinten ist ein H. Da hinten ist ein H. Ja, wer hätte das gedacht? So, mal eben kurz gucken. Wir haben nicht mehr wirklich viel. Ja, da ist in Ordnung. Da geht so. Naja, mal halt den nehmen. Ach, ich war doch gerade unten. Ultramarines, hier ist Captain Titus. Captain Titus, Thunderhawk Lanze von Jove zu Ihren Diensten, Captain. Ich muss zum Orbitalturm. Der Pilot soll den Anflug machen. Yes, Sir. Ja. Lanze von irgendwem, genau. Ihr seid es, Leute, nicht. So. Kapitel 16, der Turm des Wahnsinns. Oh, letztes Kapitel. Was bist du? Du bist aber ein Blood Angel. Black Ravens Trupp Corvus meldet sich, Captain Titus. Hallo. Wir haben uns bei Wacker mit einem Trupp Black Templars der Befreiungsflotte angeschlossen. Entfesseln Sie die Wildheit, die Sie beim Kreuzzug auf Aurelia gezeigt haben. Dann können die Blood Ravens sehr hilfreich sein. Darauf können Sie sich verlassen, Captain. Schließen Sie sich den Truppen zum Dämonenheer an. Und halten Sie alle Feinde auf, die mir auf den Orbitalturm folgen. Niemand wird uns scheitern sehen, Ultramarine. Ehre und Ruhm, Blood Raven. Warum kriege ich eigentlich alles ab hier? Kann ich vielleicht auch... Danke. Jetzt nicht mehr ganz so hilfreich. Laser gegen... Da ist Poli drin. Laser gegen Plasmawerfer. Einer von uns, sehr
kämpfen uns unseren Weg zum Turm. Oh, wunderbar. Sehr schön. Ja. Och, Moment. Warum? Ups. Oh. Weiter geht's, Freunde. Lass man sie in Grund und Boden. Oh, das ist ein Plasma. Aha. Nicht anhalten! Konzentriert irgendwie, deswegen rede ich so viel. Ey, hässlich. Aufhören. Wow. Also mein Schild geht's ja gut, aber mir selber geht's einfach gut weg. Au. Vernichten Sie die Chaoskräfte. Ich muss zum Orbitalturm. Yes, sir. Titus, ja. Trupp Solinus meldet sich zur Stelle. Manufaktorum Narsus ist gesichert. Sehr gut. Ihre Befehle, Captain? Stoppen Sie die Chaosbedrohung. Verstanden.
darf ich jetzt? Ah, sehr gut. So, guten Tag, liebe Leute. Ich nehme mir mal das Gewehr mit. Geh mal aus dem Weg. So, dann wollen wir mal Geronimo und so. Thunderhawk bereit zum Transport, Captain Titus. Ich werde all Ihre Fähigkeiten brauchen, Pilot. Ich werde Sie in den Wirbel des Chaos bringen, wenn Sie darum bitten. Für heute reicht der Orbitalturm, Bruder. Jo. Jo, Bruder, Alter. Schon hübsch, das Ding. Dann müsste ja bald dieser epische Endkampf kommen. Zumindest vermute ich das. Was bei mir also ein paar Fails beinhalten dürfte. Ist ja der Hammer. Sprungmodule. Ich werde hier mein Bestes geben, Captain. Nein, Bruder. Schließen Sie sich uns an und bekämpfen Sie den Feind. Das ist allein meine Schlacht. Ja, Sir. Okay. Jetzt gibt's Sprungmodul-Action, meine Freunde. Ha? Noch Fragen? Dieser Wahnsinn wird mich nicht aufhalten. Und ihr auch nicht. Solltet ihr nicht alle exekutieren, das dauert etwas lang. Wir haben noch... Schädel. Hi, Kleiner. Inquisitor Drogan. Es gab unerwartete Ergebnisse. Die Warp-Energien wirkten verschieden auf einzelne Arten. Ich kann die Waffe jedoch auf bestimmte Feinde einstellen, um nur sie zu treffen. Wenn Menschen in die Schusslinie kommen, werden sie nicht verletzt. Gute Neuigkeiten. Ich habe zwei Nächte nicht geschlafen. Je mehr ich das Warp-Gerät benutze, desto stärker die Angriffe auf meine Psy-Schilde. Ich brauche Ruhe. Was waren jetzt die guten Nachrichten oder Neuigkeiten, dass er zwei Nächte nicht geschlafen hat oder dass Menschen nicht verletzt werden können? Hm, weiß es nicht. So, mal eben kurz eine Trinkpause.